Erneut willkommen zurück bei Let's Play Zelda Majora's Mask. Und wir sind hier immer noch vor dem Felsenturm-Tempel. Und jetzt, da wir die Lichtpfeile haben, müssen wir noch das Rätsel um den Tempel lösen. Und das geht jetzt wie folgt. So geht doch. Habe ich mich schon wieder verdrückt. So. Wir müssen jetzt nämlich wieder hier Schalter betätigen, dass wir nämlich an dieses Emblem hier kommen, aber hier gibt es auch einen kleinen Trick. Und zwar, soweit ich weiß, reicht es, wenn der mittlere Block beiseite geschoben wird. Und wenn wir jetzt hier an die Ecke gehen, können wir gleich einen Pfeil reinschießen. Genau. Da müssen wir nicht alle Blöcke wieder zu einer Brücke formen. So. Wow, was ist jetzt? Game over? Nö, natürlich nicht. Wir haben nur das Rätsel des Felsenturm-Tempels gelöst und jetzt steht hier alles auf dem Kopf. Wir haben den ganzen Tempel gedreht. Und jetzt können wir natürlich einige Truhen öffnen, die vorhin auf der Decke gewesen sind. So. Da ist doch schon die eine, die wir hier erschienen haben lassen. Dadurch eröffnen sich uns natürlich wieder neue Wege, ist doch klar. So, jetzt haben wir schon 9 Feen. Und jetzt geht's nur hier nach drüben weiter. So, hier ist jetzt mal wieder so ein Schattenblock, aber... Pang! Der verschwindet ganz einfach mit einem Lichtpfeil. Sehr schön. So, hier gibt es jetzt einige Truhen, unter anderem die dort drüben. Da muss ich wieder als Deko hin. Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen spielen. Oder man kann nur als... Moment. Wow, okay, das war jetzt etwas zu hoch, aber wir müssen hier sowieso mal nach oben, weil hier ist nämlich schon wieder ein blauer Schalter. Wenn wir den drücken, dann geht dort oben das Feuer um die Truhe aus. Und nochmal schnell eine Statue erschaffen. So, das war jetzt nicht so schlimm, dass ich da nicht rüber gekommen bin, das werde ich dann eh nochmal probieren. Jetzt hole ich mir erstmal die Truhe dort oben. So. Und hepp. So. Moment, da müssen wir wieder... Eigentlich muss ich ja noch dort drüben. Und zwar in die Luftströmung, die uns am höchsten nach oben befördert. Vorsicht. Immer diese verdammte Steuerung. Nein, komm schon. Gut, das war knapp. So. Und wir erhalten die 10. vierte Fee. Sehr gut. So, jetzt werde ich einmal hier runterspringen zu diesem Eisenkäfer hier. Also mit dieser Eisenmaske, dem ich sie auch gleich mal abnehmen werde. Diesmal stößt du mich nicht ran. Und tschüss. Pfeilvorrat auffrischen. Meine Magie ist schon etwas wenig. So, und jetzt gehen wir hier lang. Und hier gibt es wieder einen Schalter zu drücken. So, jetzt erscheint da drüben eine Truhe mit einem kleinen Schlüssel. Aber nach da drüben. So, Moment. Ich springe jetzt einfach mal hin. So, und die Herumspielerei hier ist jetzt natürlich, wie komme ich darüber?
Ich glaube, wenn man sich hier irgendwie hinstellt, dass man die Truhe... Oh, Vorsicht! Dass man die Truhe noch ganz knapp sieht, dann kann man sich, glaube ich, hinziehen. So, Moment. Jetzt vorsichtig jetzt. Nein, das war... Na, komm schon. Na, bitte. Mensch. Okay, das klappt nicht. Das war wieder mal klar. Das war so klar. Irgendwie kommt man da aber ran. Und zwar ohne Alps-Deko kann man da nämlich sowieso nicht drüber fliegen, weil sich das von der Entfernung nicht ausgeht. Komm schon, bitte. Ja, ich hab's geschafft. Also es geht. Man muss sich hier wirklich etwas rumspielen. So, die 11. Fee haben wir schon. Jetzt fehlen wirklich nur noch mehr 4 Feen. So, okay. Dann können wir endlich weiter. Weil hier gibt's jetzt sowieso keine Truhen mehr. So. Na, was ist jetzt schon wieder los? Ne? So, einfach in die Luftströmung hier. Die bringt uns ganz nach oben. So. Ah ja, hier ist sogar noch ein Sonnensymbol. Moment. Ich fliege jetzt erstmal noch nach hier drüben zu der Tür. Und ich hoffe, meine Magie ist jetzt noch ausreichend, dass ich einen weiteren Lichtpfeil abschießen kann. Ja, sehr gut. So, auf dieses Sonnensymbol hier. Und Treffer. So, jetzt erscheint hier wieder eine Truhe. Das Blöde hier an dem Tempel ist eigentlich nur, dass wir den Tempel später noch einmal drehen müssen, wenn wir alle Feen haben wollen. So, aber jetzt gehen wir hier mal weiter. Wow. Okay. Ja, ich weiß schon, aber ich habe jetzt einen ganz blöden Fehler gemacht. Ich habe zu wenig Magie. Oh, Mann. Das ist jetzt aber echt blöd. Autsch. Mann, ich brauche Magic. Hätte ich mir nur ein grünes Elixier gekauft, aber nein. Habe ich natürlich nicht daran gedacht. Oh, komm schon. Keine Magie, nein, der hat nur Herzchen. Oh Mann, ich brauche Magie. Ich muss noch mehr Lichtpfeile abschießen. Okay. Von wo sind wir überhaupt gekommen? Ach so, ja. Von da drüben. Ach ja. Autsch. Link, du bist zu blöd. Okay, da muss ich jetzt nochmal kurz zurück in den Eingangsbereich. Tut mir leid. Das konnte ich auch nicht wissen. Aber Lichtpfeile brauchen nun mal etwas mehr Magie als Feuer- und Eispfeile. So, ich glaube, dass sich hier in diesen Kisten hier müssten sich Magieflaschen befinden. Ach Mensch. Ich brauche Magie! Verdammt nochmal! Oh, da drüben sind noch ein paar Truhen. Ein paar Kisten, meine ich. So. Da muss jetzt aber was drin sein. Ja! Oh, endlich! Wieder voller Magievorrat. So. Ist ja nicht auszuhalten. Peinlicher geht's nicht. Aber egal. Keiner ist perfekt, so oft wie man es auch sagt. Es stimmt. So. Die Lichtpfeile brauchen wir jetzt nämlich ziemlich oft. Deswegen... Hätte ich mir vielleicht doch besser ein grünes Elixier kaufen sollen, aber was soll's. So, jetzt geht's aber wirklich weiter. So, zu der Luftströmung da drüben. Na, du kannst mich mal, du blöder Käfer. So, hier hoch. Vorsicht auf die Mine. So. So, da wären wir wieder. Jetzt kann ich euch hier endlich zeigen, was es... Also was wir hier tun müssen, nämlich wieder einen Lichtpfeil auf dieses Emblem schießen, dann dreht sich der Raum. Und wir können auf die andere Seite. Hoppla. So, natürlich nur als Corona. So. Und jetzt, wenn wir hier drüben sind, wieder ein Lichtpfeil. Damit sich der Raum wieder zurückdreht, dass wir durch die Tür können. So,
Obwohl ich doppelte Magieleiste habe. Ja, gut, so. Hier ist jetzt ein grüner und ein gelber Wabbler. Glücklicherweise. So, hier müssen wir nämlich ziemlich oft den Raum drehen. Und zwar, damit wir diesen Steinblock von hier drüben nach dort in diese Bodenvertiefung bekommen. Ich will ihn jetzt gleich einmal nach vorne schieben. So, dann den Raum drehen. Bin mal gespannt, ob ich schnell genug bin, dass sich das für diesen Part hier noch ausgeht, weil das ist jetzt ziemlich zeitaufwendig. So, der Block fällt hier hin. Jetzt müssen wir ihn nach da vorne schieben. So, und noch eines nach da drüben. Wir müssen nämlich auf die andere Seite. So, und wieder den Raum drehen. So, ihr seht schon dort links, dort ist jetzt schon die Bodenvertiefung. Erstmal die Schleime hier, die Wabbler töten. So, die sind lästig. Aber sie geben euch immerhin Magie und Pfeile. So, und jetzt müssen wir den Block mal noch hier drüben schieben. Und Link schiebt den Block natürlich ziemlich langsam. Aber es geht halt nicht schneller. So, schiebe noch gleich in Position. Noch einmal nach vorne. So. Und die regenerieren sich auch ziemlich schnell. So, wieder den Raum drehen. Genau. So, und jetzt müssen wir noch bis zum Anschlag weiter nach vorne schieben. Komm schon. Eh nur noch zweimal. Oh, Vorsicht. Oh Mann. So, und sagt tschüss. So. Und ein letztes Mal nochmal den Raum drehen. So. Dann können wir den Block endlich in die Vertiefung schieben und die Tür da drüben geht auf. So. Komm schon, beeil dich. Das geht sich ja wunderbar aus. So. Perfekt. Jetzt können wir endlich weiter. So, und anstatt dass ich den Raum jetzt nochmal drehe, verwandle ich mich einfach in einen Zora. Dann bin ich nämlich groß genug, um mich hier hochzuziehen. Da muss ich den Raum nicht noch einmal, also eigentlich zweimal drehen. So, jetzt geht's hier weiter. Oh, und wir müssen mal wieder gegen Zorob kämpfen. Der wird auch nicht schlauer. So, da drüben ist der. Einfach mal einen Lichtfell abballern. Ah, da oben. Und hier fällt natürlich auch Lava von der Decke, also müssen wir wirklich aufpassen. So, jetzt rennt er wieder wie ein Bekloppter durch den Raum, wir kennen es ja schon. So, mal sehen, wo er auftaucht. Wo ist der echte? Ah, hier. Aha. Trottel. So, jetzt ist es der hier. Und du bist tot. Und tschüss. So, jetzt erscheint hier eine Truhe. Da können wir uns dann auch hochziehen. Wow, Vorsicht vor den Lavabrocken. So. Und bloß nicht in das Loch hier fallen, wo das Licht rausscheint, weil das war ja das, was wir, bevor wir den Tempel gedreht haben, da haben wir den Boden gesprengt. So. Jetzt. Hm? Da drüben ist, sollte da nicht noch eine Ding sein? Nee. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, dass ich die jetzt übersehen habe. So, ich gehe einfach mal weiter. Viele Feen fehlen ja nicht mehr. So, hier sind jetzt ein paar nervige Irrlichter. Und wir müssen erstmal schnell noch auf die andere Seite rüber. So. Hepp. Die sind einfach nur lästig. So. Komm schon. Tschüss. Oh. Hey, leg dich nicht mit mir an. Na los, greif mich an, du Sau. Feigling, Feigling. So, geht doch.
Okay, Leute, ich werde den Part jetzt beenden und dann werde ich darüber fliegen und den Tempel weiter erkunden. Also, wir sehen uns im nächsten Part an derselben Stelle wieder. Ciao, Leute.